Und da bin ich schon wieder. Und mit der Zigarette natürlich im Mund. Enitis Radar. Können wir natürlich jetzt wieder ausschalten. Den Radar braucht man nicht mehr. Ich wollte nur schauen, wo die Mobs sind. Wo war ich? Ach, das gefällt mir eigentlich so. Optisch habe ich's. Es gefällt mir. Wenn da hinten dann noch ein paar Bäumchen sind und so. Ja, da ist ein schöner Wald. So ein bisschen Wald außen rum. Dann schaut es nicht mal mehr so schlecht aus. Ja, hier hinten haben wir auch noch eine Menge Platz. Suchen wir da mal eine schöne Gegend raus. Zack, 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 zack. Wo wir unser Gästedorf hinsetzen. Wo wir dann später... Wo wir dann für die Let's Plays, für die 100. und sowas. Für die 100. Folgen und so. Hier? Sind wirklich keine. Aber hier in der Nähe sind welche. Wenn ich den finde, den Schacht hier. Da sind sie hundertprozentig. Ja, sag ich doch. Da kommt schon die erste Spinne, deppert. Oh! Wow! Jetzt wollte ich sagen, ich treffe sie nicht. Die trifft mich! Die trifft ja mich! Nein! Oh Gott! Ich mache hier noch alles kaputt. 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 Jetzt setzen wir mal ein paar Fackeln her. Dass hier zumindest direkt in der Gegend nichts mehr spawnt. Und ich muss hier. Zack. Wieder mit Redstone hinlegen, sonst funktioniert das Feld nicht mehr. Und wir haben jetzt auch nicht so viel dabei. Hätte ich gesagt, sonst setzen wir hier mal ein bisschen. Weil wenn hier ein Creeper mal explodiert oder so, dann ist natürlich vorbei. Zumindest kommt er jetzt schon nicht mehr hinter. Bin gerade so erschrocken, wie ich den Creeper gesehen habe. Schauen wir mal, wie unsere Viecher jetzt ausschauen, ja? Gehen wir noch mal kurz ins Lager. Das nervt euch bestimmt, ich die ganze Zeit im Lager. Was? Wie? Wie? Wer was? Wie kommt der hier rein? Kommt der Creeper hier rein? Wie kommt der Creeper hier rein? Das ist doch überall eigentlich recht gut beleuchtet. Oder nicht? Immer im Lager. Immer hier im Lager sind sie dann auch nicht oben, sondern unten. Setz mal da nochmal eine Fackel hin, mach mal ein wenig heller. Und was ist? Ich gehe hinter zu meinen Viechern und es wird Nacht. Bleiben wir gleich mal am Schwert. Muku, wieder abkauen. Töten wir auch gleich. So, schauen wir mal. Hier ist ein Schweinchen drin. Das könnte natürlich nicht da rein. Da, der Manager ist leer. Wir brauchen ja ein bisschen Leder. Die habe ich mir geschossen. Ja, jetzt haben wir eigentlich genug. Haben wir genug gekillt, Mukus. Müssen wir dann wieder ein bisschen Getreide reintun. Alle wollen wir natürlich nicht. Oh,
drin. Bei den Schafis. Schweinchen können wir auch mal killen. Da ist das andere Schweinchen. Dürften auch keine mehr drin sein, nein. Da ist die Move von vorhin. Die muss man übergeschossen haben. Schafe lassen wir mal lebendig. Dürfte der Manager aber alle sein. Hühner werden, die machen zwar immer Liebe, werden aber nicht mehr. Warum? Warum kriege ich hier keine Hühner? Ist das Gehege zu klein, zu viel Wasser? Müssen wir mal schauen. Level 10, vielleicht können wir schon wieder was auf meine Rüstung setzen. Oder aufs Schwert. Schauen wir mal vielleicht aufs Schwert noch. Hallo Hundis. Ne, ich gebe. Stehst du? Wieso stehst du, Hundi? Läuft ihm aber nicht hinterher. Nein. So. Ach, das Leder. Quatsch, das können wir rein tun. Das Ei können wir rein tun. Da können wir auch mal wieder was rein tun. So langsam haben wir echt viel Fleisch. Nahrung. Ich glaube, es müsste dann für die oben, für die 100. Folge reichen. Es müsste reichen. Bücherregale können wir ja auch wieder machen. Das war schon die Behutsamkeit. Bücherregale. Machen wir auch gleich wieder. Haben wir jetzt wieder eine Menge Leder. Aber nicht mehr genug Papier. Können wir noch nicht machen. So viel Zuckerrohr brauchen wir ja gar nicht. So. Jetzt haben wir 18 Bücher. Das Papier schmeißen wir gleich wieder. Nein. Und ach, wir haben ja schon Holz einstecken, brauchen ja keins mehr. Haben wir aus unserer Krimskramskiste geholt. Stimmt ja. Da war ja was. Zack, 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 zack. Das können wir auch wieder in die Krimskramskiste schmeißen. Irgendwann, wenn wir bauen, brauchen wir es eh wieder. Also warum sollte ich es vernichten? Zack. Und jetzt schauen wir mal, wie unser Schwert. Plünderung. Plünderung wäre natürlich auch nicht schlecht. Plünderung. Craften. Und Plünderung. Plünder. Haltbarkeit. Ich kann Haltbarkeit drauf tun. Haltbarkeit 1. Dann reicht das Level schon nicht mehr aus. Haltbarkeit, Schärfe, Rückstoß, Plünderung und Verbrennung. Wobei die Verbrennung fällt mir nicht mal so, weil wenn die Endermans springen, dann weg. Die Verbrennung tue ich wieder weg. Jetzt habe ich Level 5. Jetzt kann ich natürlich Plünderung. Ja, auf 3. Haltbarkeit kann man momentan noch nicht so hoch. Und bald müssen wir auch wieder unser Zeug reparieren. Schaufel und sowas. Ja. Da am Dach, ich sehe ein... Ja, hallo. Ups. Schärfe. Ich hätte gern Schärfe 9 Millionen oder so. Ah, oh, ich habe ein... Voll in der Hand. Voll in der Hand. Voll in der Hand. Steckt das Schwert. Steckt der Pfeil. Aua, aua, aua. Ich würde fast sagen, ich verabschiede mich jetzt mal kurz. Mach mal wieder eine kleine Pause. Ich muss mal wieder schauen, wie viele Folgen es sind mittlerweile wieder sind. Bis gleich. So, ein bisschen Aufnahmekapazität habe ich schon noch. Also, weiter geht's. Hölle.
Irgendwas hatte ich gerade im Kopf, was ich machen wollte. Ich weiß es nur nicht mehr. Ich weiß es schon wieder nimmer. Ich weiß es schon wieder echt nimmer. Ach so, das Feld. Wie schaut das aus? Schaut gut aus. Machen wir mal das Feld wieder. Zack. Schwupp, schwupp, schwupp. Zack. Zack. Jetzt mal schauen, ob ich schnell genug oben bin. Dass man noch ein wenig sieht, wie es runterschwemmt. Mops, keine in der Nähe. Ah, ein Creeper. Da. Schwemmt noch schön runter alles. Sieht man recht schön. Gut, manches bleibt wieder liegen. Jetzt kümmere ich mich mal schnell um den Creeper. Natürlich keine Verbrennung mehr drin. Nur noch Rückstoß. Jetzt muss ich sogar öfter draufhauen. Jetzt muss ich ein paar Mal öfter draufhauen, das ist klar. Aber das ist auch nicht so schlimm. Jetzt kann ich wenigstens wieder Endermans killen, falls ich mal wieder welche sehe. Falls mal wieder welche auftauchen. Komischerweise. Lange keine mehr gesehen. Überall wieder Wasser aus. Zack. Zack. Und zack. So. Alles drin. Diesmal machen wir mal alles leer. Komplett. Nehmen das dann aber auch mit. Dafür. Nehmen wir das dann auch mit. Bauen natürlich so viel wie möglich, wie geht, an. Immer. Bauen so viel wie möglich an noch. Mitten in der Nacht. Angst. Angst. Angst, viel Angst. Mitten in der Nacht bauen wir jetzt an. Unser Feld. Ganz viele Mobs draußen. Jupp, ein paar sehe ich schon. Die sind aber zum Glück nur ein paar Zombie-Bombis. Zombie-Bombi, komm mal her. Du Zombie-Bombi, komm du mal her. Du bist... Die Orbs will ich natürlich alle haben. Ey, warum sind denn da Orbs? Au! So. Und wir bauen wieder schön fleißig unser Feld an. Ja, jetzt ist wieder hell. Auch wunderschön. Da war uns der Gott des Farmens doch gnädig. Ach ja, im Industrial Mod gibt's natürlich auch jetzt so ein automatisches Redstone-Teil. Das würde uns die Felder automatisch alle wieder anbauen. Das habe ich noch nicht getestet. Vor allem weiß ich noch nicht, wie ich es bei den Feldern mache, weil die sind ja nicht unbedingt 4x4 oder so. Die sind ja einfach gebaut. Da könnten wir natürlich das vollständig automatisieren. Also wo man dann auch nicht mehr rumlaufen muss und nach... Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Wieder danach alles ansetzen muss. Aber... Das fand ich dann doch etwas übertrieben. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch das wünscht, dass ich es hundertprozentig automatisiere. Also wo ich dann wirklich nur noch auf ein Knöpfchen drücken muss und beim zweiten Mal Knöpfchen drücken, dass es zum Beispiel dann ansetzt, wenn das Wasser weg ist. Verzögert. Wäre bestimmt möglich und machbar. Ich glaube, ich würde das auch hinkriegen, auch wenn ich nicht so unbedingt der hundertprozentige Redstone-Profi und Experte bin. Aber das kriege ich schon noch hin. Zur Verzögerung einbauen und das irgendwie machen, dass es dann später auslöst, beim zweiten Knopfdruck erst über einen Signalhalter. Das ist bestimmt machbar. Also das kriege ich schon hin. Irgendwie muss ich erstmal wenig testen und machen. Da mache ich halt dann auf extra auf
Da Kopie, 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 Kopie. Probiere ich das dann aus. Habe ja auch Kopien. Von der Welt. Immer so ein bisschen in der Hinterhand. Und da kriegen wir das schon hin. Will ich natürlich nicht aufhüpfen. So, geht doch. Mit den Kartoffeln wird es langsam auch ein Beng mehr. Die brauchen aber komischerweise am längsten. Alles haben wir jetzt schon richtig viel, bis auf Kartoffeln. Da haben wir vorhin 64 gehabt. Jetzt haben wir 64 und 7. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das machen mit den Kartoffeln. Wie wir das mit den Kartoffeln machen. Dass wir da mal wenig mehr rauskriegen. Vielleicht lassen wir die einfach mal immer ein bisschen länger stehen. Mal schauen. Schon wieder Feld kaputt gemacht. Also das nächste Mal, wenn wir es abernten, dass wir sie gleich stehen lassen. Das müsste übrigens, so wie ich gerade nachgeguckt habe, Folge 97 oder so sein. Bin mir nicht sicher. Wenn ich ehrlich bin, bin ich mir überhaupt nicht sicher. Das nehmen wir jetzt alles mal mit vor. Quatsch, kann ich zulassen. Na doch, ich hätte ins Lager gemüsst. Stellen überall vor den Viecherlern eine Kiste hin, wo dann gleich mal das Zeug drin ist. Wo Schere zum Beispiel, wo Scheren oder sowas drin sind. Was? Nee. Doch. Da oben? Nee. Brot braucht man natürlich auch ein bisschen was. Da mache ich jetzt auch mal gleich ein bisschen Brot. Zack, einmal 64 Brot. Wie gesagt, damit die auch eigentlich versorgt sind. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4. 4 nehme ich mal mit. 4 nehme ich mal mit. Hier kommt mal wieder das Zeug rein. Miau. Diesen Baum. Ich dachte, da hinten wartet schon Creeper auf mich. Setze ich nämlich mal hier, direkt so neben mich. Da eine Kiste hin. Da eine Kiste. Da eine Kiste. Und da eine Kiste. Die Gehege muss ich aber echt noch ein bisschen umpflanzen. Das nervt mich. Hier tun wir jetzt die Karotten rein. Hier tun wir Karotten rein.